Ich kann die Steine gar nicht nehmen. Wie nehme ich denn das? Mit der Grifftaste. Mhm, Es aber die sei kommen dann nicht in es. mein Inventar. Dann hast du schon Das genug. habe ich schon. Warte mal. Dann komm mal Ja, zum, ich sehe dann komm mal es. zum SOS-Symbol und dann kannst du hier hinlegen. Weiterbauen. Genau. Mache ich. Man kann ja, glaube ich, nur 5 oder 6 von den Dingern sammeln, ne? Bis der genug hat. Ja gut, ist ja verständlich bei Ja, den klar. Riesensteigen hier. Ist ja nur real. Jetzt funktioniert das auch wieder mit dem Steine tragen. Ah, Steine sind echt überall. Ah, ich bin auch schon wieder voll. Ich habe keine Ausdauer mehr. Und ich müsste mich mal waschen langsam. Weil ich bin Na voller dann los. Blut. Boah, noch 2 Stück. Dann haben wir es fertig. Jetzt kommen kein Hai, kein Hai, kein Hai. Lauf, 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 lauf. Ein Krokodil, ein Krokodil, ein Krokodil. Krokodil. Hier ist kalt und du bist nass. Bau ein Feuer, um dich zu wärmen. Ja, wunderbar. Guck mal, hier ist ein Stein. Hast du auch einen Stein schon? Ich habe Steine, ja. Unser SRS ist fertig. Yay! Aber jetzt soll er noch schief laufen. Okay, das haben wir. Hilfe! Signale. Holt uns ab! Errichte ein Signal, gib nie die Hoffnung auf. Nein, ich gebe die Hoffnung nie auf. Okay, mir ist echt kalt jetzt. Jetzt ich gehe mal zum Feuer. Oh, guck mal hier in der Nähe vom Feuer. Der Wasserspender, siehst du den auch? Oh, siehst du einen Da Wasserspender? oben. Siehst du den nicht? Wo denn, auf dem Feuer Nee, oder? in der Luft hängt der. Total geil. Ich sehe da nichts. Jetzt ist er weg und wenn ich jetzt von hier gucke, ist er wieder da. Vielleicht bin Direkt, ich zu der ist jetzt direkt blöd. über mir. So locker 5 Meter. Dann siehst du den nicht, das ist ein Fehler von meinem System gerade. Dafür habe ich das Problem, dass es immer dunkel wird. Und das geht auch, wenn ich das Buch raushole, dass die Umgebung dann wieder ein bisschen Das Problem besser habe ich zum Glück erkennbar. nicht. Ja. Egal. Okay. Ja, es wird Vielleicht hell. hat ja jemand dann Tipps und Tricks, wie ich das beheben kann, das Problem. Ja, genau, wäre natürlich cool, ne? Wenn sich einer melden würde. Ja. Ja, oder ich gucke ihn halt selber noch mal. Ob ich dazu irgendwas finde, ist ja jetzt auch nicht schlimm. Oh, das sieht jetzt cool aus, da hinten diese Lichteffekte. Das ist aber auch neu. Siehst du das, wenn du zum Meer guckst und dich so ein bisschen bewegst? Also ist jetzt nicht so wirklich spektakulär. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwas falsch eingestellt oder so. Ja, sieht jetzt nicht Ich packe. mega aus, aber hat auf jeden Fall was. Ja, sollen wir uns auf den Weg machen? In die Richtung hier? Ja, ich würde gern. Ja, wie kann ich jetzt hier auch noch Fleisch ranhängen? Ja, ne? Ja, wenn du noch was hast, kannst du vielleicht ranhängen. Man, wir sollten auch noch uns satt fressen, bevor wir jetzt abhauen und eventuell auch ein bisschen was mitnehmen. Aber ich habe so ein paar Sachen noch. Gott, das Wir heißt, das müssten falsch. eigentlich noch einen Schrank bauen, wo wir ein paar Sachen noch lagern können. Sollen wir noch, weil wenn wir jetzt voll ausgerüstet gehen, wir haben hier Dosen und alles mit und wenn, da können wir ja gar nichts mehr mitnehmen, ne? Ja. Da kommen wir bauen noch uns einen Schrank, einen großen. Hier ist unser Knochenlager. Stimmt, das hat man ja auch noch. Großer Schrank, wo ist es? Hatten wir nicht einen Schrank schon? Guck mal, hier ist Ja, doch ein aber der ist voll, Schrank. der ist voll. Ach so.
Hier sieht es jetzt schön aus im Wald. Acht Baumstümpfe brauchen wir jetzt. Für den Schrank. Ich sammle mal. Ja, wir haben ja hier unser Lager noch, ne? Ist das voll? Das ist voll, ja. Wie drehe ich jetzt nochmal? Ah ja, so war's. Soweit. Ich habe ihn jetzt richtig rumgebaut, aber sieht eigentlich gut aus. Und dann packen wir den gut voll und dann können wir abbauen. Im Wald knarzt es. Ja, Soundeffekte sind schon cool gemacht. So, noch einen Gang. Wenn du die zum Schrank bringst, sind wir fertig direkt. Wo sind der? Hier? Ja, wie ein... Oh, hier komme ich gar nicht lang. Ich habe wie ein Brett. Der Sprungtaste. Ach so. Stimmt, da war ja noch was. Okay. Jetzt wieder die Decke ausbreiten, oder? Nö, jetzt ganz einfach an den leeren Plätzen. Ach so. Dann siehst du so Symbole. Pack mal so alles, was du so auf. Was muss ich aber noch mitnehmen? Ja. Ich würde sagen, sehr effektiv eingeräumt, den Schrank. Ja, Hauptsache, wir nehmen nicht die ganze Loot mit. Ich meine, wir haben. Ah, ich finde, das passt aber auch wenig rein, ne? Könnte so ein bisschen größer sein. Aber da ist ja schon der große Schrank. Egal. Also ich würde sagen, wir können. Wenn du bereit bist. Ja. Ach, jetzt habe ich die Steine hier rein. Ich dachte, ich habe die weggeworfen. Wie kann ich denn die wegwerfen? Steine kannst du drin lassen. Nimm dir einfach eine Axt, dann passt es wieder. So, ich schade, so. Dass man das hier nicht als Heimgebiet sehen kann, ne? Kann man nochmal speichern vorher? Keine schlechte Idee, ja. Speichert. Okay, los geht's. War auf jeden Fall schön, unser Zuhause zu finden. Ja. So, entweder man hält sich jetzt so ein bisschen auch weiterhin am Strand oder wir gehen einfach so querfeldein. Mir ist das eigentlich egal. Es ist schon mal gut, dass wir in die Richtung gehen. Und ich bin wieder langsam. Ja. Okay, die weißen Beeren darf man auch nicht essen. Oh. Hier sind wieder Samen. Oh, hier haben wir ein Totem. Von den. Dann machen wir direkt mal kaputt. Weil das unser Gebiet hier ist. Das ist richtig. Also mit der Ausdauer, das ist echt blöd. Ja, das stimmt. Ist hier nochmal ein Höhleneingang vielleicht? Nee. Bei den Höhleneingängen, da waren so mehr kleinere Steine. Hier sind noch Beeren. Ich hab mir da so ein Ding gebaut, oder? Wo man die Beeren reintun konnte. Oder habe ich den gar nicht gebaut? Weiß ich nicht. Nö, sehe ich jetzt nicht. Okay, dann essen wir es einfach nur.
Okay, dann gehen wir mal weiter. Da ist ein Reh. Ah, wir gehen weiter, lassen wir's. Oder wolltest du das jagen? Nö. Was, ein Zelt? Und ein Riesenanker. Hier waren wir nämlich auch noch nicht. Und hier haben wir einen Kochtopf. Cool. Siehst du den auch, den Kochtopf? Ja, Den ne? habe ich aus Versehen gerade genommen. Der liegt jetzt aber da. Ach, wir haben ja schon einen sogar. Ich glaube, da können wir sogar Wasser abfüllen, abkochen. Das sieht so ein bisschen in den Boden gebackt aus, dieses komische Heftchen da. Man blockt. Kannst du hier irgendwas nehmen? Nee, ne? Nö. Ja, ich auch nicht. Hier ist ein Laptop. Alkohol. Ja, wie man sieht, haben sie ihn auch erwischt, ne? Den Kollegen hier. So viel Blut, wie im Schlafsack war. Ja. Okay, gehen wir weiter, oder? Gehen wir weiter. Ich bin nicht so schnell, ich bin unsportlich. Wenn einmal der Balken voll ist, dann geht's eigentlich. Aber wenn er einmal leer ist, dann. Oh, hier ist ein. Oh, da müssen wir hin. Definitiv. Das ist ein Boot. Weil da gibt es bestimmt auch wieder Unten sind dann noch Story-Elemente. Koffer. Ja, die machen wir natürlich auch mal auf. Kann ich gar nicht mitnehmen. Wir müssen uns mal noch ein paar Mollys bauen, würde ich sagen. Dann können wir die auch wieder nehmen. Ja, ist ja jetzt auch egal. Gehen wir mal zum Boot. Da bauen wir jetzt mal welche, oder? Ich habe ein paar Mollys gebaut. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wenn mal so eine ganze Gruppe kommt von den Typen. Okay. Ja. Hä, wo waren denn jetzt die Flaschen? Nicht mehr da. Hier war auf jeden Fall eben eine. Ja. Vielleicht Was? habe ich sie auch genommen. Ich will jetzt mal zum Boot. Ja. Was ist los? Und hoffentlich kein Da Hai. liegen. Ja, da liegen schon Tote. Es ist gefährlich, aber kann man sich natürlich nicht entgehen lassen, ne? Hier sind kleine Fische. Hier sind noch Koffer. Na, ich schwimme gerade. Schwimm schneller. Ich tauche noch mal unter. Sieht vielleicht ein bisschen blöd aus in der Kamera, aber egal. Ich schwimme. Ich bin jetzt gleich da. Aber wie komme ich aufs Boot? Ah, ich bin drauf. Ja, hier gibt es auf jeden Fall ein Story-Element. Siehst du mich schwimmen? Ja. Boah, wie langsam. Echt? Ja. Okay, checken wir mal hier. Summer Edition Yacht. Ist ja cool hier. Warum wohnen wir eigentlich nicht hier? Auf dem Boot. Okay, ein kleines Foto mit einem Teddybär. Aber hier gibt es ganz viele Story-Elemente. Ja. Okay, hier können wir auch speichern. Speichern wir auch, ne? Hast du gerade auch gehört? Ja, so, wuh.
Haben wir uns jetzt aus Versehen geschlagen oder was? Kann natürlich sein. Hier ist doch schön. Hast du die Milch hier auch? Ja. Okay. Hatte ich noch nicht. Da ist noch Geld. Warum liegt denn hier bitte der Kopf auf dem Tisch? Siehst du hier dieses Schloss? Ja. Also da können wir wahrscheinlich irgendwie irgendwann mal ran, wenn wir irgendwas gefunden haben. Aber momentan noch nicht. Ja, das ist ein leckeres Essen hier. Ja, wunderbar. Ob man dann vielleicht in den Motorraum kommt, wo man das Ding wegsteuern kann. Vielleicht irgendwann, wenn man seinen Sohn gefunden hat. Ich weiß nicht. Okay. Also guck mal, wenn man hier so steht, wie das Boot wackelt. Ja, ja, ist, das ist schon komisch, ne? Komisches Gefühl. Nee. Okay, ich versuche wieder. Ich merke nur was, wenn ein echtes Boot wackelt. Kein Hai, kein Hai. Oh, hier sind so eine Dinger. Hier sind richtig große Pflanzen oder irgendwas unter Wasser. So Korallenriff, oder? Mhm. Soll das darstellen? Okay, dann geht es weiter. Mhm. Okay, hier können wir auf jeden Fall nicht mehr am Strand entlang laufen. Hier sind wieder Bären. Blaue. Jetzt habe ich das Feuer aus Versehen angemacht und aber ich baue mir jetzt mal eine Bärentasche. Oder? Wie war das nochmal? Ich weiß nicht. Nee. Ich komme nicht mehr drauf.